Als nächste Fraktionsabgeordnete Diplomkauffrau Frau Elisabeth Purceller. Der sieht viel anders. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer an den Bildschirmen. Sehr geehrter Herr Minister, ich möchte die letzte Gelegenheit vor dem Sommer nutzen, da ich Sie ja über den Sommer nicht sehen werde wahrscheinlich, nutzen noch einmal das Thema, das Thema Tschirgantunnel noch einmal anzusprechen. Und zwar nicht, weil ich Ihnen auf die Nerven gehen will, sondern weil es wirklich einen sehr guten Grund gibt. Es ist nämlich so, dass das Land Tirol in den vergangenen Wochen den letzten Bericht über die Verkehrsentwicklung in Österreich und in Tirol veröffentlicht hat. Darin findet man die Aussage, dass das gesamte ASFINAG-Netz im Jahr 2016 eine Verkehrssteigerung von 2,6% erfahren hat. In Tirol selber ist der Verkehr auf allen Straßen zusammengefasst um ca. 2,3% gestiegen. Und jetzt kommt das wirklich Erschreckende. Der Verkehr auf der Fernpassroute, und zwar der Lkw-Verkehr, hat um 7,3% zugenommen. Und das, obwohl im Jahr 2016 wieder eine Rückverlagerung auf die Arlbergroute stattgefunden hat. Denn im Vergleich dazu im Jahr 2015 war die Arlbergroute ja gesperrt oder beziehungsweise für viele LKWs gesperrt. Und der Gesamtverkehr auf der Fernpassroute hat auch zwischen 5 und 6%, je nachdem, welche Zählstelle man hernimmt, zugenommen. Gleichzeitig oder fast gleichzeitig hat der Petitionsausschuss aufgrund meiner Petition eine Anfrage an die ASFINAG gestellt zum Projekt Tschirgantunnel. Und die Antwort der ASFINAG war alles andere als befriedigend für mich. Und zwar war sie erstens einmal sehr kurz, in 4 Sätzen abgehandelt. Kurz gefasst oder zusammengefasst, nach dem Konjunktureinbruch in den Jahren 2008 und 2009 und dem damit verbundenen Rückgang der Maut wurde 2010 eine Evaluierung durchgeführt, was sie ja durchaus nachvollziehen kann. Damals wurde eine prioritäre Bedeutung festgestellt und deswegen das Projekt zurückgereiht. Jetzt ganz ehrlich, Herr Minister, diese Evaluierung ist fast 8 Jahre her. Die Zahlen sind seither extrem angestiegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Abgeordnete und auch die Unterstützer und Unterstützerinnen der Petition fühlen sich jetzt einmal sehr vorsichtig ausgedrückt durch diese Stellungnahme der ASFINAG nicht wirklich ernst genommen. Ich bin die einzige Abgeordnete des Tiroler Oberlandes und deshalb sehe ich mich auch als Fürsprecherin aller Oberländer und Oberländerinnen und möchte Sie wirklich bitten, die ASFINAG aufzufordern, Sie sind ja der Chef sozusagen, der oberste Chef als Vertreter des Eigentümers, die ASFINAG aufzufordern, hier die entsprechenden Daten zu evaluieren und eine Neuberechnung anzustellen. In diesem Sinne möchte ich Sie auch noch einmal ersuchen, so wie schon öfters Ihre Verkehrspolitik jetzt gerade im Bereich des Außerfahrens und des Bereichs Memminger Plateau und Gurgeltal an den Menschen auszurichten und nicht an betriebswirtschaftlichen Aspekten. Wir sind nämlich einfach komplett alternativlos. Wir haben keine starke Bahn gut ausgebaute Bahn und wir werden auch niemals eine bekommen. Und abschließend möchte ich Sie noch sehr gerne einladen, vielleicht, dass wir uns doch im Sommer sehen, Herr Minister, dass Sie zu uns kommen ins Außerfern oder ins Gurgeltal und sich einmal ein Bild vor Ort machen. Die Kollegin Gartl-Gruber wird sich auch freuen, wenn Sie ins Unterland kommen, dass Sie sich einmal ein Bild machen und dass wir in dieser Sache wirklich was weiterbringen. Da geht es jetzt wirklich nicht um mich, sondern da geht es um die Menschen vor Ort. Und das ist immer ein großes Anliegen. Dankeschön.